Oh, ich freue mich schon Skies of Arcadia Legends zu Let's Playen. Oh. Komm, fang wieder von vorne an, Musik. Tu mir den Gefallen. Ich will wieder die Szene im Kopf haben. So, dann töten wir erstmal die Killerkrabben. Zack, 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 zack. Ach ja. Ich finde es immer schön, wenn in diesen Spielen Musik verwendet wird und die dann an andere Top-Spiele erinnert. Ach ja. Wie zum Beispiel bei Elemental Souls wurde das Theme, ich glaube Battle of the Spirits, wo man gegen die... Oh, das ist uncool. Wo man gegen die... Ja, gegen die Geister, die man beschwören kann, kämpft. Das wurde verwendet. Und oh, da war jeder Kampf so ablenkend, weil das Theme alleine so gut war. Ach, ich treffe jetzt überhaupt nicht mehr. Okay, ich dachte, ich treffe nur so oder so nicht mehr. Also so chancenmäßig. Egal, dann kriegst du halt ein Energieschwert mitten ins Gesicht gedrückt. Glitzer! Yay! Die Tür kann durch ein Rätsel geöffnet werden. Na, klasse, das ist die falsche Richtung. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal hier hoch. Und dann gehen wir wieder runter. So. Oh, 1500 laufende EP. Zack. Reicht nicht. Bam, reicht auch nicht. Reicht. Nein, keine Bl... Scheiß Blenden. Treffe ich da echt nicht mehr? Ah, doch. Es ist nur Chance, dass wir daneben hauen. Wie erwartet, halt nur eine hohe Chance. Gut, hast du gut gemacht. Level up, yeah. Bam, 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 bam. Eine Technik von dir, bitte. Ich kann es auch gerade heilen. Ja, passt so. Okay, hier ist nichts. Und, oh, hier kommen wir rein, okay. Puh, das kommt dahin, das kommt nicht dahin, das muss woanders hin. So, das knocke ich dahin, dann funktioniert das. Einmal so. So. So, so. Und, ne, du kommst dahin. Du dahin. So. Upp. Klicke die Klick. Ja, ich habe mich konzentriert so. Nein, das war einfach viel einfacher als das andere. Oh, Glitzer. Schriftrolle Feuerball. Okay, den kann wahrscheinlich eh nur unser Mr. Wolfsmensch lernen. Egal. Wir setzen hier auf körperliche Kraft und hauen die ganzen Viecher mit unseren Ameisenklauen um. Jaha. Kommen wir jetzt hier durch? Ja. Und hier geht's nochmal ein Stückchen weiter. Sehr weitläufig. Fliegendes Eisviech. Wow, Eisdrache. Okay, why the hell not? Aber euch packen wir schon noch. Ah, gut, der normale Schaden von denen ist jetzt wirklich nicht gerade hoch. Wunderbar. Ja, solange die keine Blizzards oder so einen Scheiß zaubern. Okay, ich habe nichts gesagt. Das Eis macht schon angenehm Schaden auf die ganze Gruppe. Aber an diesem Viech kommen wir locker vorbei. 1500 EP, yeah. Leicht verdientes EP-Zeug. Okay, hier ist nichts. Komm schon. Was soll das? Oh, hier haben wir anscheinend Steine, um die Türen aufzutauen. Larisan kann die Kugel entflammen lassen, um die Eiswände aufzubrechen. Okay. Und jetzt, obwohl erstmal in die eine reingehen.
Hier war nämlich nichts drin. Sind jetzt wieder zwei Kugeln da? Nein! Okay. Fies. Dann nehmen wir jetzt aber noch die. Komm, komm, komm. Ah! Auch nix. Puh. Und jetzt ist nichts da. Keine Kugel mehr. Ach, das gibt's doch nicht. Klar. Treffe ich natürlich genau die Türen, in denen nichts drin ist. Und hier kommen wir rein, okay. Hallo. So, da haben wir wieder die kleinen Krabben rum. Na, vielleicht sind die Kugeln ja jetzt resettet. Wenn ich auch nicht schon wieder blenden. Ist nicht schlimm. Okay, das ist jetzt wiederum scheiße. So, du machst einen Speerwurf auf die und dann sind wir alle glücklich. Yay! Oh! Oh, ein Rätsel. Na, Herrgott. Was machen wir denn zuerst? Moment. Falscher Knopf. So, wenn wir das dahin machen, das dahin, dann das und das verschieben, das kommt runter. Ups. Nee, nee, so wollte ich es nicht machen. So. Nee. Moment. Oh, diese Steuerung ist ein bisschen schmarrnig. So, du wieder hoch, bitte. Die dürfen wir so nicht verschieben. Egal, dann, Moment. So. So. Komm. Steuerung. Fast. Ah. Nee. Ich muss auf die andere Seite. Zack. Wunderbar. Ei, Drecksrätselhöhle. Böse. Haben wir hier diese Eiswände noch, die ich gerne aufmachen würde? Oh nein, hier sind ja keine Kugeln mehr. Ich guck mal, ob das resettet nachher, wenn wir den Dungeon hier ganz verlassen würden. Gut, wir haben wieder ein bisschen EP rumfliegen. Ah ja. So, komm, auf die paar ZP scheißen wir jetzt. What? Wow, der steht immer noch. Das ist beeindruckend. Ich dachte, das reicht mit dem Speerwurf. Naja. So, jetzt ist gleich eine kleine Auffüllrunde angesagt. So, Items. So, ZP, zack. Zack. Blum, blub. So, wunderbar. Alle sind glücklich. Boah, ist das Ding so weitläufig, ich glaub's nicht. Also, es ist wirklich sehr groß gemacht. Und hier haben wir Truhen. Eiskugel, Geld, Ranken. Okay, naja. Immerhin, ne? Einem Geschenkengaul, schaut mal nicht ins Maul und so ein Pfennig-Ehrung. Ne? Okay, hier geht's dann wahrscheinlich eher zum Bossviech. Also hier geht's weiter in die Höhle rein. So. Yay, nochmal ein paar EP, komm her. Ja, wie machen wir's dann? Ach komm, wir hauen sie einfach um. Außer sie blenden uns natürlich wieder, dann haben wir wieder ein Problemchen. Mistviecher. So, ihr müsst halt normal angreifen, komm. Klar. Na, no, geh mal nicht, oh du Mistvieh. Ja. Was für eine geringe Trefferchance hat man denn da?
Trick! Ich habe keinen Bock, Items zu benutzen, um mich zu heilen oder so. So. Ja, ja, zauber ruhig nochmal, ist mir egal. Ja, gut so, Erik. Yay, Level Up für Trijat. So, wo sind wir hier? Oh, es ist echt übelst labyrinthmäßig aufgebaut. Aber, oh Gott, hier geht's ja immer weiter. Das hört ja nicht mehr auf. Ja, Klingenwirbel. Es passt, komm, es passt. Nicht. Och, komm. Och, nö. Menno. Triffst du jetzt auch? Nö. Du aber? Ja. Danke. Gut. Okay, da geht's weiter. Irgendwo muss diese Bestie doch sein. Vielleicht ist sie wirklich nur eine Legende und mehr nicht. Ich glaube auch, dass es diese Bestie gar nicht... Wir bekommen Gesellschaft. What the hell? Das ist also die legendäre Bestie. Sie sieht ziemlich aggressiv aus, oder? So ist es auch richtig, sonst wäre es auch zu einfach. Klar, wir haben jetzt natürlich keine ZP aufgefüllt und so. Und ja, drauf geschissen. Was machen wir denn dann? Du greifst normal an, du schmeißt deinen Speer und du kratzt ihn kaputt. Das hier hat doch keine Chance. Bam, 304, so muss das aussehen. Ach so, stimmt, du kannst ihn ja auch auffüllen, während er seine Fähigkeiten benutzt. 261, okay. Bam, 302. Wo war das mit dem? Hebt alle Negativen aus. Okay, wir haben aber auch Entgiftung für 4. Es reicht. So, du brauchst MP. Na, nur 198. Das war gerade ein bisschen schwach. Müll. Gut, solange wir keine Angriffsstärke verlieren, ist mir das recht egal. Kurieren. Gesundheit, so. Ach so. Oh, ich dachte, das wäre für die ganze Gruppe. Damn it. Egal. Dann heilen wir halt. So. Auch nicht schlimm. Brüll! Das Vieh sieht irgendwie saukomisch aus. Wie so ein Dino, der, Ganondorf vergewaltigt hat, mit so einer Gottesanbeterin gemischt. Mhm. So, ja, ihr heilt euch jetzt alle mal bitte die MP hoch, außer du. Na, du auch nicht. So, das ist interessant. Zack, kratz. Wow, das Vieh hält echt was aus. Da geht auch das Vieh wieder aus. Aber diese Runde übersteht es nicht. Komm schon. Wow. Hammer hat. Mann, 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 Mann. Drecksgift. No. Was haben wir? Entgiftung haben wir doch hier. So, du zauberkrautest ihn dann wieder und du giftest, kratzt. Oder auch nicht. 5000 DP, nice. Yeah. Bestienklaue gefunden. Wuhu. Hiha. Und hier ist sonst nichts. Okay, ich habe jetzt noch ein paar Truhen oder so erwartet. Aber... das da ist auch okay. Da war aber noch ein geschlossener Raum, den wir natürlich noch gerne betreten möchten.
Und daher erkunden wir noch den Rest dieser Höhle. Geld, Geld, schön. Es war hier hoch, oder? Okay, dann nicht. Dann war es da hinten hoch. Ja, oder war da offen? Ach, ich weiß es nicht mehr. Okay, hier können wir wieder... Ah, hier können wir 1 von 3 aufmachen. Na, klasse. Na dann, Larisan, mach mal Feuer. Tja, nehmen wir einfach ganz links das Ding so. Immerhin 500 Gold. Naja. Dass er die Dings, die Wände nicht direkt aufschmelzen kann. Naja. So, du das. Und du das. Zack! Wow. Dich kratzen wir aus dem Leben. Oder auch nicht. Ja, endlich. Wow. Gut. Ist hier noch irgendwo was in der Nähe? Hallo? Hier geht's zumindest mal weit nach rechts noch. Ah, das ist, wo wir hergekommen sind. Gut. Was hast du zu sagen, Rätsel? 4 Schneebälle zu ihrer vollen Größe erwachsen, öffnen dir eine verschlossene Tür. Aha. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Gut, sie werden immer größer, okay. Also... Warum auch nicht, ne? Okay, was ist jetzt? Da will wahrscheinlich Antivir wieder dazwischen funken. Okay, das scheint die volle Größe zu sein. Dann legen wir das Ding aber auch wieder da drauf. So, einmal. So, jetzt wirst du noch groß, meine freundliche Kugel aus der Nachbarschaft. Oh nein. Tü-tü-tü. Dann kommst du jetzt nämlich auch noch da drauf. So. So. Next. So, das muss reichen. I'm kicking it. Zack, zack, zack. So, das waren dann schon mal so viele. Moment, zack. Ob das nicht sogar schon reicht? Ich glaube schon, das ist doch die volle Größe, ne? Okay, das hat sich gut angehört. So, dann müssen wir jetzt nur noch einmal diese verschlossene Tür finden und dann dürfen wir alles looten. Dann dürfen wir uns rauswagen, die Quest abgeben. Ja, ihr kennt's. Hier hoch, hä? What the hell? Okay, das ist ein... Das ist... Wow. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Oh. Das sind viele Gegner. Einer weg. Eieieiei. Okay, danach heißt es mal heilen. Weil, ohne MP und alles auf so Gegner zu treffen, ist schmerzhaft. Na ja. Na, komm, geh drauf. Aua. Das ist nicht gut. Aber das passt schon. Okay, Vita. Oh nein, du heilst dich doch nicht. Du hast ja noch 87 HP. Na? Aua. Jetzt aber. Komm, stirb. Wow. 2500 DP. Okay. Ja, nicht schätze, nein. Heilwurzel. So, da kann so, die kann sogar noch eine vertragen. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 1, ja komm, 2, so. Ist das jetzt ein Sudoku oder was? Sowas in der Richtung? Nein, Quatsch, hä? Was soll denn das werden? Soll dann
die Summe gleich sein, oder wie? Okay, ich gehe einfach mal davon aus. Ich habe aber keine Ahnung, welche Zahlen jetzt wirklich dazu... wenn ich jetzt hier, dann hätten wir 16. Dann würde ich da... Das sind 5, das wären nur 12. Naja, das geht nicht. Nee, dann holen wir halt die 1. Dann wären wir bei 15. Die 2 und die 4. Ne, das würde gehen, ja. Die 1. Hier kommt die 1 hin, so. Was wollte ich machen? Die 2 und die 4 hier hin, genau. Die 2? Hallo? 2? Und die 4? 4? 4? Geht doch? Dann hier die 3. Achso, man muss wahrscheinlich... Dann holen wir hier die 5 hin. Hier die... Wie viel sind wir dann? 10? Also nur bei 13. Das stimmt also wahrscheinlich nicht. Das stimmt nicht, nein. Moment, was können wir dann hier machen? Also die Rechnung ist völlig falsch. Okay, also mindestens sind wir bei 14. Auf wie viel gehen wir denn dann? Ach, gehen wir mal auf 16. Hä? Das könnte eher hinkommen. Ne, die 1 kommt nicht hier hin, sondern die 2 dann. So, sagen wir mal die 2. Dann gehen wir hier bei 11, dann müsste hier die 5 hinkommen. Ja, komm, 5. So. Damit dann in der Zeile noch auf 16 gekommen wird, müssten also 11 dabei. Das heißt, die 4 und die 7. Geht das überhaupt noch auf dann? Naja, es geht nicht auf. Das geht gar nicht auf. Gut, hier kommen wir auf 16, ja. Und dahin kommen wir aber nur auf 13. Wie viel habe ich gesagt? Am Anfang 14, ne? Versuchen wir es jetzt mit 15. Moment, 15 hatten wir am Anfang probiert. Ich bin gerade verwirrt. Wie soll das dann gehen? Was soll uns das Symbol sagen? Keine Ahnung. So, dann werden wir hier mal sehen. Dann müsste hier die 5 hinkommen. Dann haben wir hier 15 und haben wir da 15. Dann müssten hier noch insgesamt 7 hinkommen. Das müsste doch gehen. Das muss doch machbar sein, oder? Ja. Die 3 und die... Wie viel wollte ich? 15, ne? Ja, das geht doch. Warum mache ich so ein Geschiss? Habe ich nur die Zahlen falsch angeordnet, ha? So, dann... Na los, die 2, die kommt dann jetzt mal... Hier sind wir bei... 12, 14, warte, 14, verdammt, ja, die 7 ist hier falsch und die, nein, das ist komplett falsch. Ach, Herrgott, was habe ich jetzt, warte, die kommt jetzt dahin, so, sind wir bei 12, Ach, dann stimmt nämlich das da oben. Ja, komm, 2. 2. Ah. So, das stimmt doch jetzt, oder? Das stimmt auch nicht. Was mache ich denn hier? Ich wollte auf 15 gehen. Auf 15 wollten wir doch. Mann. Dammit. Fenrir gefunden. Okay, was ist Fenrir? Fenrir. Ein mächtiges, verzaubertes Schwert. Geil. Geil. Wow, das Rätsel hat sich doch gelohnt, oder? Yeah, jetzt machen wir mehr als die Ameise. Geil. Geiler Scheiß. Feuerlanze gefunden. Schwächen gefunden, okay. Und Heilschriftrolle. Okay, nehmen wir alles. Hier. 103, immerhin. Schwäche.
kann keiner von den Zaubern, ist mir egal. Er hat ein krasses Schwert bekommen. Das reicht mir. Cool. Hat sich das Rätsel doch gelohnt und ja, ein bisschen für den Kopf ist es auch immer gut. Ich habe mich zwar dumm angestellt mal wieder, weil ich einfach nicht richtig aufgepasst habe, aber der Gedanke zählt, ne? Ich hab's versucht, oder Leute? So. Ich weiß nicht, ob wir hier schon alles fertig erkundet hatten, links. Ich glaube schon, oder? Das war... Ja, das... Doch, da haben wir alles. Ja. Gut. So. Sehr schön, mit einem neuen Messer. Können wir jetzt gleich in den Eispalast eindringen und gucken, was so auf uns wartet. Aber zuerst... gehen wir in die musiklose Stadt und... Ihr habt die legendäre Bestie besiegt! Unglaublich! Ihr müsst sehr stark sein. Diese Waffe habe ich extra aufgehoben, um sie jemandem zu geben, der ihr würdig ist. Drachenhorn erhalten. Und Level Up. Yeah, yeah. Drachenhorn ist... ein Stab aus dem Horn eines Drachen. Warum haben wir den Wein noch? Den haben wir doch abgegeben. Den haben wir doch abgegeben. Und die Bestienklaue haben wir auch noch im Inventar. Hm. Ein Stab. Also für den Opa. Naja. Egal. Yay. Coole Sache. Fenrir. Das Schwert gefällt mir richtig cool. Gut. So. Einmal hier gespeichert. Einmal hier gespeichert. Und einmal hier gespeichert. Und einmal hier gespeichert. Und das war's für jetzt. Ich mache jetzt mal Pause. Macht's gut, Leute. Ciao.